Hi, willkommen zurück bei einer neuen Folge mit der Abenteuer-WG. Und Violet steht jetzt gleich mal auf. Heute will sie aufs Frühlingsfest. Könnten wir eigentlich machen. Sie hat ja eigentlich frei. Und da fällt mir ein, wir könnten erstmal ans Handy gehen. Sie hat aber eine schöne Rückseite. Violet hat einen hübschen Rücken. Da fällt mir ein. Ja, im Bistro können wir gern essen. Dass wir doch mal unseren Geliebten einladen könnten. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da ist er ja, Armin. Den können wir gern. Mit dem können wir erst ein Ferngespräch führen, so von wegen, dass wir drüber reden, dass wir ihn einladen möchten. Und danach können wir ihn auch tatsächlich einladen. Ja, mit dem müssen wir es auf jeden Fall nochmal klären, mit Jules. Oder Jules, wie auch immer. Steve geht jedenfalls richtig grottig. Wir haben ja auch leider keine Option, dass er irgendwie mal schlafen kann. Er muss das jetzt ertragen und dann sofort nach Hause und schlafen. Und dann hat er aber erstmal ein bisschen Ruhe von der Arbeit und von der Anstrengung, so lange wach zu bleiben. Beziehungsweise, ja, doch so lange wach zu bleiben. Und dann auch noch zu arbeiten. So, die beiden quatschen, die scheinen sich echt gut zu unterhalten, gut zu verstehen. Also ich finde, die beiden passen auch echt gut zusammen. Und ich finde die Idee einer Fernbeziehung auch echt süß. Also das nächste Mal, wenn wir nach Ägypten gehen, kommt Violet auf jeden Fall mit. Ryan ist auch wach geworden. Okay, dann mach du auch mal dein Bett. Kannst dich hier anziehen. Nein. Nein, hierher, Lemmy, hierher, Lemmy, nein. Aus, Lemmy. Sana Mabuli könnten wir auch einladen. Nein, wir werden Amin Musa einladen. Ah, Lemmy, Lemmy. Es ist vollkommen normal, dass ein Hund den Fahrstuhl benutzt. Die Gäste werden morgen um 9 Uhr eintreffen. Genau, dann haben wir den Samstag, um ganz viel Zeit mit Armin zu verbringen. Er wird aber nur einen Tag bleiben, also wir werden ihn nicht bitten, hier zu übernachten. Oder ja, doch könnten wir eigentlich. Ja. Aber wir werden da auf jeden Fall schauen, dass wir eine schöne Zeit mit ihm verbringen können. So, du kannst dann mal den Napf föhnen. Ich würde sagen, überall mal die Wäsche sammeln. Und du kannst dann mal anfangen, ein Buch zu schreiben. Denn ihr habt mir jetzt schöne Titel, ja, schöne Titel vorgeschlagen. Und da probieren wir mal aus. Ich weiß gar nicht, wie lang der sein kann, der Titel. Wir probieren einfach mal was. Und fangen dann erstmal an. Den Titel, den ich am schönsten fand. Ich schau mal, ob das passt. Ja, es passt. Küssende Blütenregen. Das fand ich irgendwie total süß, der Name. Oder der Titel. Mal schauen, wie viel passt denn noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ach, da passt. Ach, der Titel kann lang sein. Ach, seht ihr. Muss ich da gar keine Angst haben. Ich glaube, da passen alle Titel, die ihr mir genannt habt, auf jeden Fall ohne Probleme rein. Und da haben wir auf jeden Fall jetzt schon eine große Auswahl an schönen Titeln. Die wir mal verwenden können. Ich habe die mir auch alle auf dem Zettel aufgeschrieben. Und falls ihr irgendwann mal so spontan, also ihr müsst das jetzt nicht so auf Zwang nennen, aber wenn euch irgendwann mal spontan eine Idee kommt für einen schönen Titel von einem Liebesroman, dann könnt ihr mir auch den gern weiterhin vorschlagen, auch in einer anderen Folge. Ich lese mir alle Kommentare durch. Das heißt, ich werde das auf jeden Fall mitkriegen, wenn ihr mir einen schönen Titel vorschlagt. Aber schreibt dann auch bitte hin, dass das ein Titelvorschlag ist, so. Wenn ich das weiß, so, warum schreibt ihr da so einen kitschigen Namen hin? Ich weiß gar nicht, was die will oder der, sondern dass ich damit dann auch was anfangen kann. Oh, ich glaube, Sakura. Nee, okay, du stehst doch nicht im Weg. Das war ganz gut. Und dann kannst du auch nochmal ins Badezimmer gehen und hier schnell duschen, vielleicht auch welche sauber machen. So, mein lieber Ryan, möchtest du noch was frühstücken? Ich würde sagen, ja. Engelskuchen. Na doch, ein paar Makaroni kannst du dir gern noch gönnen. So, und um Lemmy müssen wir uns dann auch gleich kümmern mit der lieben Violet. Der braucht ein bisschen Soziales wieder.
Die haben wir uns doch noch nicht angefreundet. Ich dachte, wir hätten uns letzte oder vor 2 Folgen mit dir angefreundet. Aber das ist anscheinend wieder weg. Na gut. Oh, da mag jemand den Postboten nicht. Ist ein bisschen unbeliebt bei Lemmy. Süß. Ha. Ja. Eine Party könnten wir auch mal wieder schmeißen. Fällt mir gerade ein. Vielleicht heute Abend. Das wäre eigentlich ein ganz guter. Oder wir können mal wieder ausgehen. Mal wieder die Clubs erobern. Wäre eigentlich ganz gut so. Der Freitagabend ist doch meistens eigentlich eher so der Clubabend, dass man ein bisschen ausgeht. Und Samstagabend, wenn auch Armin da ist, können wir vielleicht eine Party schmeißen. Das wäre eigentlich eine ganz gute Idee, so für die nächsten Tage. Ich werde sowieso ein paar Folgen vorher aufnehmen, weil ich nächste Woche, oder wann kommt das? Ja, diese Woche ist das dann. Diese Woche bis nächste Woche, also so ungefähr eine Woche. Also ich werde am Mittwoch, Mittag, Nachmittag werde ich losfahren. Bis den Freitag oder Samstag drauf. Also es ist dann, also die erste Augustwoche wird das ungefähr sein, bin ich ja nicht da. So, die ersten 7 Tage des Augusts ungefähr. Als grobe Orientierung. Da werde ich ein paar Folgen schon vorher aufnehmen, dass ich mir da jetzt nicht so einen Stress mache, dass alles, das alles auf einmal machen zu müssen, sondern mir das ein bisschen einteilen kann. Da kommt gerade Steve. Sieht irgendwie ein bisschen fett aus. So bilde ich mir das ein. Ja, Steve. Oh, er wird ohnmächtig. Na gut. Tschüss, Steve. Dann leg dich mal hin. Oh, der geht jetzt ernsthaft runter, um ohnmächtig zu... Oh, yeah. Du kannst doch einfach ins Bett gehen, Steve. Den Weg, den du jetzt im Fahrstuhl gehst, um ohnmächtig zu werden, den kannst du doch einfach ins Bett gehen. Oh, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. So, du trainierst ein bisschen. Bei dir steht, dass du nicht zur Arbeit gehst, obwohl du das ja eigentlich tust. Können wir nichts dafür, dass Steve alles aufhält. So, wir haben ein paar Kapitel geschrieben. Ich würde sagen, Violet, dann kannst du auch runterkommen und dich gleich mal mit Lemmy beschäftigen. Der kann erstmal noch ein bisschen weiterkauen. So, wenn du dann fertig bist mit ohnmächtig sein, kannst du gerne auch... Ja, leg dich hin. Leg dich nur hin, mein Guter. Und bumm. Habt ihr das Geräusch gehört? Ah ja, mein Armer. Möchtest du mit jemandem Freundschaft schließen? Wir haben auch ein paar Leute, deren Freundschaft wir verloren haben. Gut, Armin jetzt... Oh, der ist gerade da. Ist der gerade hier? Der scheint nämlich da zu sein, weil sonst... wäre hier nicht angezeigt. Na gut. Nee, das ist jemand anders. So, du darfst dann mit deinen Teammitgliedern abhängen. Wen haben wir denn hier als Freunde verloren? Genau, Indira zum Beispiel. Ich glaube, mit Bernadette waren wir doch auch mal befreundet. Die sollten wir auf jeden Fall wieder gewinnen als Freunde. Aber ich denke, das schaffen wir schon noch. So, und dann kümmern wir uns erstmal um den kleinen Lemmy und loben ihn fürs nicht zerstörig sein. Wir können ihm gerne noch ein Leckerchen geben. Du kamst, sahst und hast gepunktet. Die Presse feiert dich als Helden des Spiels und neuen Champion der Stadt. Die Mannschaft ist vollkommen euphorisch und trägt dich auf den Schultern durchs Stadion. Auch deine Jobleistung hat Auftrieb bekommen, ganz zu schweigen von deinem Ansehen. Yay! Ja, mit ihm reden können wir natürlich auch noch. So, wie sieht denn das jetzt aus? Unsere Teamkollegen? So viel besser haben wir uns mit denen jetzt auch nicht gestellt. Jobleistung auch nicht wirklich, also ja. Ich denke, das wird alles noch. Wie sieht denn seine Hygiene? Sieht ganz gut aus. Das sieht man immer ganz kurz. Müsst ihr mal auf die Hygieneanzeige hier schauen. Also hier schauen, wenn ich zu Lemmy springe. Da habt ihr ganz, ganz kurz gesehen, die war hier bei Zerstörung. Also das ist so ein bisschen überlagert und dann ist es auf das wirklich Zerstörung gegangen. Und das, was man halt kurz vorher sieht, was da so ein bisschen nachhängt, das ist dann immer die Energieanzeige. Das finde ich ein bisschen blöd gemacht. Die hätten auch ruhig eine eigene Hygieneanzeige einbauen können. Aber haben sie halt nicht gemacht, weil sie stattdessen halt Zerstörung brauchten. Aber deswegen ist ja trotzdem noch die Hygiene da. Und finde ich eigentlich auch ganz gut. Also die Hygiene sollten sie nicht wegnehmen. Das ist ja doch realistisch, dass Hunde auch mal stinken. Also nicht im negativen Sinne, sondern einfach, dass sie auch mal ein bisschen... ja, ein bisschen was abbekommen.
wenn sie irgendwie draußen rumrennen oder so. Und ich denke und hoffe, dass unser Lemmy nicht so schnell dreckig wird wie, oh, super, wir haben die Aufgabe auf Arbeit erledigt, die mit 4 Stunden trainieren. Ich denke, dass unser Lemmy nicht so schnell dreckig wird wie ein Hund, der draußen rumrennt. So sollte das ja zumindest sein. Kannst du ab jetzt einen Liebesroman schreiben? Wie geht denn das? Haben wir einen neuen Level erreicht? Level 4. Wir können es ja nochmal verwerfen. Lies deine eigene Marke, um deine Jobleistung in Beziehung zu deinem Chef zu verbessern. Wir können also nochmal schauen. Wir haben anscheinend auch ein neues Level erreicht. Kann man einen Liebesroman schreiben? Oh, musst du jetzt wieder den Fahrstuhl runter? Oder was ist los, Lemmy? Oh, Lemmy. Oh, du Depp. Ja gut, dann essen wir ein bisschen Engelskuchen. Und Lemmy kann dann, wenn er unten ist, naja, mal hier draußen pinkeln gehen. Muss er nicht drinnen pinkeln. Oder kann erstmal ein Sammelobjekt schnüffeln. Ich meine, er ist ja eh hier unten. Dann kann er ruhig auch ein bisschen draußen bleiben. Vielleicht können wir ihn dann nachher wieder abholen. Oder machen wir auch einfach. So gehört sich das. So, und hier bräuchten wir auf jeden Fall jemanden, der das wieder repariert. Steve schläft aber noch. Die anderen beiden sind noch am Arbeiten. Rekorde müssen wir verbessern. Das Rekorde verbessern ist ein bisschen langwierig, weil man da ein paar Spiele mitmachen muss. Morgen ist wieder Spiel, oder Sonntag? Nee, Sonntag, okay. Jo. Dann möchte ich nach China. Liebesroman. Da müssen wir wirklich mal schauen. 1250. Und du kannst auf jeden Fall hier auch hinpieseln. Und du kannst dann hier den Rest noch reinigen. Du hast deinen Hunger auch aufgefüllt. Sehr gut. Einen Sänger wollen wir nicht beherbergen. Wir wollen auch keine Kissenschlachten austragen. Ja, so ein bisschen verbessert sich die Beziehung schon, aber das reicht uns nicht. Wir wollen eine bessere Beziehung zu allen, wie es scheint. Was können wir denn im Anschluss machen? Sportbuch lesen möchtest du? Okay, dann können wir das gern machen. Kannst du gern nach Hause gehen? Hat Ryan irgendwelche Aufgaben? Nein. Der kann ja gern wieder ins Fitnesscenter gehen. Moment. Bloß nicht zu schnell auch. Das ist nämlich auch nicht gut. Ich mich hier zu schnell bewege in der Stadt. Wir wollen einfach nur nicht dahin, sondern ins Buff and Toned. Und da werden wir schon so ein paar Sachen finden, die wir da machen wollen. Wir können ein bisschen klettern, ein bisschen trainieren. Einfach so ein bisschen sportlichen Nachmittag erleben, sozusagen. So, du kannst das hier gerne säubern und dann können wir hier unten nochmal die Wäsche holen. Die ist ja auch schon längst trocken. Und dann hier unten Lemmy abholen. Ich hoffe, er ist dann bald fertig mit seiner Sucherei. Sakura kommt nach Hause. Ryan geht dahin. Oh, warum will denn Ryan plötzlich gemein zu allen sein? Er hat weder irgendein negatives Moodlet, dem geht's super, er hat keine komischen Eigenschaften, die ihn gemein sein lassen. Ich habe keine Ahnung, was in ihn gefahren ist. Also echt keine Ahnung. Lemmy, wie lange dauert es denn noch? Komm mal nach Hause. Weil das ist auch gleich fertig und dann wäre das echt doof, wenn er nicht da wäre. Ach, müssen wir die jetzt alle noch gießen? Es regnet doch aus Eimern. Oder es schüttet doch aus Eimern. So, du kannst jetzt gerne ein bisschen in den Garten pflegen. Meine liebe Sakura. Ist hier noch irgendwas, was zu gießen ist? Nee, ich glaube, das sind nur die hinten in der Ecke, wo vielleicht einfach kein Regen hinkommt, weil die zu nah an der Hauswand sind. Das kann natürlich sehr gut sein. Ich weiß nicht, ob ihr die Hunde im Hintergrund hört, aber sollte man eigentlich nicht, die sind eigentlich ziemlich leise. So.
Eigentlich sind sie nicht leise, aber im Vergleich zu vorher, im Vergleich zu mir und im Vergleich zu Spiel sollten sie leise genug sein, dass ihr euch daran nicht stören müsst. So, du kannst ein paar Macaroni mit Käse essen. Ryan, der ist hier angekommen und kann sich erstmal, oh, hier sind kleine Kinder, kann sich erstmal damit aufwärmen, ein schweres Kletterspiel zu spielen, sozusagen. Und wollen wir da ein bisschen ein paar Muskeln aufbauen, weil eigentlich sonderlich muskulös ist der liebe Ryan ja auch nicht. Zumindest nicht grundsätzlich. Wir können ja dann ein bisschen Muskeltraining machen. Ein bisschen im Selbstansporn. Oder, nee, eigentlich im richtigen Tempo. Denn wir wollen das ja 4 Stunden schaffen. Yay! Ryan mal wieder. Schalten hier mal alle Lichter an. Wow, er ist gerade durch den Zaun durch. Na gut. Oh, oh, das ist gescheitert. Da ist jemand runtergefallen. Ich hab's gesehen. Da ist wieder Clara. Clara ist ja anscheinend öfters. Ist auch eine kleine Sportlerin. Und hier ist Jen. Okay. Ja. Ach ja, Violet. Genau, Violet und Lemmy. Die beiden. Den kannst du gerne nochmal fürs Ordentlichsein loben, weil so gehört sich das nämlich. Und dann nehmen wir ihn mal hoch. Und bringen ihn wieder in unsere Wohnung. Wir können natürlich auch ein bisschen, ach, eigentlich könnten wir auch mal Gassi gehen. Spaziergang. Wir tun mal so, als würden wir bis zum Hundepark laufen, aber so weit laufen wir wahrscheinlich eh nicht. Ja, wir können einfach mal einen kleinen Spaziergang machen. Wir haben doch gerade eh Zeit und, ja. Passt eigentlich ganz gut gerade. Wenn Lemmy eh schon unten ist. Und dem geht's ganz gut. Beiden geht's ganz gut. Das ist eigentlich gerade ein ganz schöner Zeitpunkt dafür. So, meine liebe Sakura, wenn du damit fertig bist, was noch ein bisschen dauern könnte, kannst du dann hier hochkommen und an deinem Buch lesen. Und wir legen derweil mal das ganze Obst und die Bohnen weg. Bohnen sind Gemüse, oder? Und die ganzen Kräuter, den Kakao. Also, was zählt denn Kakao? Oh, hier haben wir auch eine Art kleine Ordnung drin gehabt, wie es scheint. Dann möchte ich ihn natürlich beibehalten. Also ja, noch. Ist jetzt gerade was verschwunden? Genau, da ist der Kakao. Den hatte ich jetzt gerade gesucht. Was? Geh nochmal alles dahin, das ist gerade ein bisschen verwirrend. Die Bohnen sind da drin, genau. Die Auberginen haben wir hier auch. Kürbis. Der Pfirsich ist auch falsch. Der Pfirsich kommt hier hoch, genauso wie die Birnen. Die Kräuter könnten wir eigentlich hier hinten mit hinmachen. Den Kakao, den Ginseng. Und die leckeren Trauben sind hier auch falsch. Also ganz geordnet ist das hier aber auch nicht. So, hier kommen dann die Trauben hin. Und dann sollte das soweit passen. Klingelt da ihr Handy? Nee, ist es nicht. Es ist Steve's. Okay. Dann geh mal ran. Können wir hier auch aufräumen. Ach ja, und dann sollst du natürlich dich erstmal umziehen und dann den Fernseher reparieren. Reise nach Ägypten, betritt eine Gruft, entschärfe eine Falle und melde dich beim Kontakt zurück, um deine Belohnung zu kassieren. Ja, das können wir gerne machen. Wir werden sowieso irgendwann wieder nach Ägypten reisen. Das wird auch nicht so ewig sein, weil Violet natürlich ihren Freund wiedersehen möchte. Oder ihren noch nicht Freund, aber vielleicht bald Freund. Mal schauen. Ah, wir haben auch erst die Hälfte geschafft, aber wir haben nur so viel Zeit. Wir könnten bis morgen früh trainieren. Ich denke zwar nicht, dass wir das machen werden, aber könnten wir theoretisch. Und das ist ja eigentlich ganz gut, dass wir so ausdauernd sind. Sollte mit Level 10 auch der Fall sein. Wer ist denn noch weit? Nein, da ist sogar schon der Hundepark. Wie cool. Das ist echt cool. Wollen wir da Lemmy mal für die Nacht lassen?
Eigentlich ist es ja doof, aber ich meine, dass er halt auch mal ein bisschen draußen ist, ein paar Sammelobjekte erschnüffeln kann. Ich würd schon sagen, dass wir das mal machen. Natürlich vorher noch ein bisschen mit ihm spielen. Aber das ist eigentlich ganz cool. Wenn der Hundepark gar nicht so weit entfernt ist. Wir können ihn ja von hier aus sogar sehen, da dieses eingezäunte kleine bisschen, da mit diesem Stahlzaun drumherum. Sieht auch ein bisschen weniger einladend aus, aber so ist der hier halt. Aber ich finde ihn echt cool gestaltet. Ja. Dann werden wir das so machen. Ah ja, und wir haben ja auch noch die schöne Grußkarte. Die sollten wir auch irgendwo hinstellen. Wo haben wir denn hier Platz, um unser schönes Gruppenfoto hinzuhängen? Wir können das natürlich hier ersetzen durch so ein Bild. Oder könnten wir das hier einfach hinstellen? Ja, hier könnten wir es auch hinstellen. Nee, so gefällt mir das nicht. Hier können wir es auch nicht hinstellen. Vielleicht können wir das hier noch ein bisschen umarrangieren. Wenn wir das. Nee, dann passt das andere nicht mehr hin. Ich meine, so wäre es schön. Aber dann passt natürlich. Oh, doch, das passt noch hin. Okay. Dann lassen wir das so. Ja, die Gäste von Violet werden bald kommen. In 10 Stunden. Aber gut. So, du kannst dich dann auch gleich mal hier hinsetzen. Mein lieber Steve. Und da ein bisschen Fernsehen. Wo ist Violet? Ach ja, Violet ist da mit Lemmy. Ganz vergessen. So, dann gehen wir mal hier rein. Die Näpfe sind doch alle schon gefüllt, von wem auch immer, aber das ist ja egal. Also ich denke mal, hier kann sich Lemmy einen schönen Abend gönnen. Hier hinten ist so ein Dingensteil, so ein Kauknochen. Futter gibt es hier genug. Er kann hier schlafen. Also hier ist es echt super. Deswegen würde ich sagen, ist das gar nicht so schlecht. Kannst du mir nochmal den Bauch kauen und dann können wir ein bisschen apportieren spielen. Steve schaut fern. Sakura braucht echt ewig, um ihren Garten zu pflegen. So, Ryan, ich würde sagen, wir können gerne nochmal hier klettern, nochmal die schwere Strecke probieren. Wer weiß, vielleicht schaffen wir es ja diesmal. Und danach kannst du gern hier einmal duschen. Das war doch die Männertoilette. Ja, genau. Dann kannst du einmal duschen gehen und dann nach Hause kommen. Schauen wir mal, ob er die Strecke jetzt schafft. Er sollte ja eigentlich. So, mein lieber Ryan, enttäusch uns nicht. Es ist jetzt dein Moment. Du hast es schon mal geschafft. Bist wahrscheinlich nur ein bisschen aus der Übung, was? Komm schon. Und einmal hochschwingen. Ja, genau. Und dann nur draufdrücken. Yay! Du hast es wieder geschafft. Sehr gut, Ryan. So wollten wir das sehen. Dann hast du jetzt deine Dusche und deinen Weg nach Hause verdient. So, Sakura ist dann auch endlich mal fertig. Und Steve braucht dann auch nicht mehr Fernsehen. Oh, mal schauen, was wir mit ihm so machen. Der kann eigentlich, ach, der braucht nur noch mal ins Badezimmer gehen. Kann sich ja mal die Hände waschen oder Zähne putzen und dann ab ins Bett. Ist ja auch schon spät und dann können wir morgen umso schönere Sachen machen. Du liest noch ein bisschen. Ich glaube nicht, dass du gleich zu Ende lesen wirst, weil es ja auch schon spät, aber kannst dir wenigstens schon mal einen ersten Eindruck über das, was in dem Buch steht, verschaffen. So, ich würde sagen, Violet kann dann nach Hause kommen und auch sie kann dann schlafen gehen und unser kleiner Lemmy beschäftigt sich, wie gesagt, dann hier ein bisschen in dem hübschen Hundepark. Vielleicht lernen wir ja auch noch einen anderen Hund kennen. Oh, jetzt sind sie Freunde fürs Leben und mit Steve auch. Ach, schön. So, also wie gesagt, Lemmy beschäftigt sich hier ein bisschen. Hier hinten haben wir noch einen Kauknochen. Und dann kann er hier auch schlafen gehen. Und dann holen wir ihn morgen wieder ab. Aber jetzt beende ich die Folge auch erstmal. Ist ja lang genug gewesen. Und ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge auch wieder dabei. Morgen ist Samstag. Morgen kommt Armin vorbei. Yay. aber wir haben jetzt auch gar nicht die Ausgehen-Nacht am Freitagabend gemacht. Vielleicht machen wir das auch Samstagabend. Einfach mal schauen,
was sich so ergibt, werden wir machen entweder eine Party oder wir gehen mal aus oder irgendwas anderes. Jedenfalls hoffe ich, euch hat diese Folge hier gefallen und dass ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit zuschauen werdet. Und bis dahin wünsche ich euch aber noch einen schönen restlichen Tag. Tschüss!